Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem nächsten Fresstest? Fragezeichen? Ich weiß es selber nicht so ganz. Es wird ein interessantes Video, es wird ein sehr, sehr interessantes Video, denn ich habe Post bekommen, meine Freunde. Ich habe Post. Ich komme frisch von der Arbeit heim, sage ich jetzt einmal. Finde ein kleines Kärtchen bei mir im Briefkasten, dass der Postbote bei mir dreimal geklingelt hat und einen Porno bei mir drehen wollte. Allerdings war ich leider nicht zu Hause. Deswegen hat er mir einen Zettel hintergelassen, dargelassen, dass ich ein Päckchen bekomme. Und ich habe mir erstmal gedacht, was zum Fick bekomme ich denn für ein Päckchen? Habe es mir geholt und auf einmal bekomme ich diesen Panzer hier. Es ist groß. Es ist sehr groß. Wir haben diesen Karton hier bekommen. Und zwar von der guten Caillou. Ich habe es mir schon gedacht, als ich das hier gelesen habe. Fresstest. Kamera an. Ich habe mir das da schon gedacht, ach Gott, das kann doch nur von Caillou sein. Hier auch wieder Fresstest, Kamera an. Ganz wichtig hier, ich weiß nicht, was mit Caillou los ist. Vielleicht kann sie einfach kein Deutsch oder sie ist auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, was dieses Unboxing heißen soll, sage ich jetzt einmal. Das weiß ich nicht so ganz. Wahrscheinlich soll ich diesen Karton nicht boxen, aber sie gönnt einem ja auch sonst nichts. Zudem, dies ist die obere Seite vom Karton. Bitte hier öffnen. Ihr wisst, was das heißt. Natürlich drehen wir um. Wir machen von oben auf. Und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, da bin ich. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Päckchen drin ist. Ihr seht es jetzt übrigens mal, wie groß das Teil eigentlich ist. Es ist sehr groß. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Und ich würde mal sagen, mit diesem tollen Messer machen wir jetzt einfach mal diesen Karton hier auf. So. Ritsch, ratsch. Hier. Ritsch, ratsch einfach mal oben. Ritsch, ratsch hier an der Seite. So. Machen wir mal auf. Was kommt uns hier? Oh, was ist denn das? Oh, was kommt denn da als erstes entgegen? Geh ab. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sie hat mir eine Karte reingelegt. Okay. Oh mein Gott, ist das niedlich. Wir haben eine Karte von ihr bekommen. Die wollen wir natürlich lesen, meine Freunde. Die wollen wir natürlich lesen. So viel Zeit muss sein. Caillou, vielen Dank an dieser Stelle. Hallo lieber Helmut, dieses Paket beinhaltet mal wieder einen weiteren Fresstest. Ich bin sehr gespannt, wie dir die Sachen schmecken. Ich habe fast alles aus diesem Paket selbst nicht mal probiert. Natürlich hast du es nicht probiert, weil es irgendwelche China-Ware sein wird, die irgendwie voll mit Corona ist. Mein Gott, Caillou. Ich noch nicht probiert. Ich habe dir kleine Notizen auf die... Oh Gott. Ich habe dir kleine Notizen auf die meisten der Produkte hinterlassen. Kannst sie gerne vorlesen. Um Gottes Willen. Kleine Notizen. Wir dürfen gespannt sein. Viel Spaß beim Probieren. Dein Caroline. PS. Habe die Rückseite der Postkarte deswegen überlebt? Was? Weil mir die vorgegebenen Linien... Also ich dachte eigentlich, dass du... Ach, das heißt überklebt! Oh! Sie hat sie nicht überlebt, sie hat sie überklebt! Oh! Alles klar. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ich muss mal kurz den Karton umdrehen, denn hier ist noch was drauf. Ja, besser. Kann man meinen... Geht da mal ein bisschen zurück. So. Ach so. Liebe Grüße auch von Snow White und Shadow. Danke. Shadow kennen wir mittlerweile. Kennen wir alle. Machen wir hier kurz auf. Shadow kennen wir alle aus meinen Aufnahmen. Der Vogel von ihr, der ausnahmsweise mal nicht in ihrem Kopf ist. Und für sein Leben gern meine Aufnahmen zerstört. Das hier ist übrigens Shadow. Und das hier ist eine Feder von Snow White. Wunderschöne Viecher. Ich mag Shadow. Auch wenn ich ihn hasse. Aber ich mag Shadow. So, wir machen mal auf. So.
Wir dürfen gespannt sein. Jetzt hast du da, wie viel Müll ist da drin? Ja. Sag mal, kommt das auch mal was oder ist hier nur Müll drin? Nee. Nee. Oh, okay, wir haben's. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn... Oh, was ist denn das? Das wird jetzt schon interessant. Okay. Das könnte interessant werden. Wir haben hier, ich weiß nicht, sind das Chips? Ja, es sind Chips. Pepper King. Mit einem fetten Totenkopf drauf. Extrem scharf. Von Kindern fernhalten. Das steht hier wirklich drauf. Extrem scharf von Kindern fernhalten. Habanero Kesselchips. Hasta la vista, Baby. Hier ein paar Infos für dich. Achtung. Yep. Hallo Helmut. Von den drei Habanero Snacks habe ich bisher nur die Chips gegessen. Da sich die Schärfe aufbaut, solltest du für den Fresstest und die Beurteilung der Schärfe mindestens je eine Handvoll probieren. Ich meine, wir machen einfach mal auf und schauen uns einfach mal nach. Also die Tüte schon mal nur zur Hälfte voll. Ich meine, so gehört sich das. Riechen. Relativ. Ich weiß, es klingt jetzt merkwürdig, aber sie riechen sehr stark kartoffelig, muss ich sagen. So. Da haben wir sie. Mhm. Ui. 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 Uiuiuiui, die haben ja Bums. Hm? Oh, lecker. Oha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Die haben tatsächlich Bums. Hm. Ich muss aber sagen, sie haben einen guten, oh ja, sie haben einen guten Bums. Sie haben einen sehr guten Bums. Aber ich muss dazu sagen, sie haben einen guten Bums, aber geschmacklich sind die jetzt echt nicht der Burner. Aber sie haben Bums. Oh mein Gott, haben die Bums. Was steht denn hier hinten? Pepper King liefert Ihnen die scharfen Produkte, die Sie wünschen. Schauen Sie einfach ins Regal Ihres Lebensmittelfachhändlers oder bestellen Sie direkt. Hab ich noch nie gehört. Pepper King, noch nie gehört. Ja. Da brauche ich gleich mal einen Schluck Wasser. Hui. Du, die haben ordentlichen Bums. Machen wir weiter. Das ist genau dasselbe, nur als Tortilla-Chips. Muss ich die da auch probieren? Und was ist das hier? Oh. Das wird jetzt interessant. Habanero Popcorn. Ich bin, wie man vielleicht von mir weiß, nicht zwingendermaßen der größte Popcorn-Fan. Aber das finde ich jetzt interessant. Es ist tatsächlich stinknormales Popcorn. Okay, das ist geil. Oh ja. Okay, das ist geil.
Mhm. Okay. Dieses Habanero Popcorn. Das ist geil. Mhm. Es hat, es hat eine gute Schärfe. Es hat eine sehr gute Schärfe. Gefällt mir sehr gut. Es ist geil. Dann muss ich diese Rosinenchips wohl auch probieren. Ja. Ich merke auch, ich muss immer wieder dazwischen spülen. Die haben nämlich mehr Bums, als ich dachte. Autsch. Ich darf das Zeug nicht unterschätzen. Aber wir machen natürlich weiter. Mit den Habanero Tortilla Chips. Ich habe noch zu viel von der Schärfe drin, ich schmecke wenig von denen. Okay. Ah, besser. Ja. Es sind Tortilla-Chips. Ja. Was soll man dazu sagen? Es sind scharfe Tortilla-Chips, die mich geschmacklich jetzt auch nicht umhauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Popcorn ist mal was anderes. Aber, also richtig geschmacklich umhauen, tut mich das nicht. Muss aber unbedingt sagen, das hat eine Boller Schärfe. Hui, das hat ordentlich Schärfe. Machen wir weiter. Was haben wir hier? Oh. Warum? Ich weiß es nicht, warum, Caillou. Fisherman Spearmint. Fisherman's Friends. Ich weiß es nicht, warum sie mir Fisherman's Friends nochmal... Sie schreibt drauf, welches war nochmal deine Lieblingssorte? Meine Lieblingssorte... Also ich mag die normale Minze da, diese grüne Packung da, diese grün-weiße, die ist okay. Diese Tropical, die sind wirklich gut. Zitrone, ich mag sehr viele Fisherman's. Ich glaube Zitrone. Kirsch ist als auch nicht schlecht, aber es ist ein bisschen künstlich. Ich glaube Zitrone. Spearmint. War das auch gut? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, ich bin ein sehr großer Fan von Fisherman's Friends. Ich meine, wenn du Pfefferminze magst, dann magst du das. Ich liebe Pfefferminze nicht, aber ich hasse sie auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es gibt Momente, wo ich sie wirklich sehr gerne mag und es gibt Momente, wo ich sie einfach gar nicht mag. Merkwürdig manchmal. Aber, ja. Ja. Sind okay. Die sind okay. Also nicht okay, die sind lecker. Ich mag sie. Vor allem jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit, wo wir alle mit diesem fucking Mundschutz herumlaufen müssen, habe ich sehr, sehr gern irgendwas in meinem Rachen drin. Ich lutsch gerade sehr viele Cookies oder Fisherman's oder Tic Tac oder irgendwie sowas. Damit ich da meinen eigenen Mundgulli nicht unbedingt in meiner Fresse habe. Machen wir weiter. Was haben wir hier? Oh.
Okay. Okay. Ich weiß gerade nicht warum. Tic-Tac. Simpsons, das ist was Cola-Geschmack. Tic-Tac. Simpsons, das ist Donut-Geschmack. Tic-Tac. Simpsons, nochmal was Cola. Tic-Tac Simpsons, Kaugummi. Und Tic-Tac Simpsons, Blaubeer. Warum ich jetzt so merkwürdig geschaut habe, ist, ich habe die alle schon. Jetzt bin ich gespannt, was Kai darauf sagt, denn vor, was, ich weiß immer, ich war vor 2 Jahren oder so, ich weiß es gar nicht mehr wann oder was, letztes Jahr, habe ich diese ganzen Tic-Tac alle zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, das war schön. So, wow, aufklappen und das ist vollgeschrieben. Aber wir lesen. Warum auch immer ich damals so viele davon gekauft habe. Ja, warum denn wohl? Ich habe keine Ahnung. Als ob du keine Ahnung hast, die hast du für mich gekauft. Ich hab dich auch lieb. Sind doch schon abgelaufen. Danke. Mach damit, was du willst. Du magst Simpsons. Vielleicht willst du die Verpackung ja behalten. Und mit den Pillen? Naja, kannst du ja Shane geben. Oder dem Bürgermeister. Braucht der Bürgermeister Viagra? Oder du vergräbst sie für schlechte Zeiten. Vielleicht kannst du auch eine Droge draus machen. Kein Plan. Have fun. Dein Kaiolein. Was willst du jetzt damit sagen, Kaiolein, dass ich die Packung eventuell aufheben soll? Ich meine... Meinst du, ich hab die alle nicht mehr, oder was? Denkst du jetzt wirklich, ich hab die... Natürlich hab ich die alle. Die haben alle bei mir einen besonderen Platz im Gang. Tante, ich, wenn ich es nicht vergesse, hänge ich das am Ende des Videos mit dran. Aber wir machen jetzt hier erstmal weiter. American Fries. Barbecue-Style. Okay. Mehr Notizen. Was steht da drauf? Barbecue und Curry. Ich hoffe, sie halten, was sie versprechen. Was, Curry? Wo Curry? Oh, da. Da steht tatsächlich Curry. Da steht Barbecue Curry. Oh mein Gott. Mein Finger war über diesem Curry. So habe ich es gehalten. Ich habe deswegen nur das Barbecue-Style gelesen. Da ist ja noch Curry drauf. Oh. Oh, fantastisch. Okay. Ich hoffe auch sehr, dass sie versprechen, dass sie erhalten, was sie versprechen. Wir sind mal gespannt. Hier. Sind aber Mais-Snacks. Ja, Mais. Man weiß es von mir, ich liebe so Mais-Sticks. Sowas liebe ich. Und ich muss sagen, die sind lecker. Es kommt eine leichte Currynote. Aber also Barbecue schmecke ich da nichts. Curry, ja, das schon. Aber ist auch nicht schlimm. Die sind geil. Also die sind richtig geil. So. Was haben wir nicht? Oh, Caillou, das ist interessant. Das ist interessant. Wir haben Pringles Rice Fusion. Und zwar einmal mit Japanese Barbecue Teriyaki Geschmack. Malaysian Red Curry. Und, Peking Ente.
Warum ist das interessant? Ganz einfach. Die wollte ich mir schon länger mal selber kaufen, weil ich einfach mal, das sind ja so Reischips, sage ich jetzt mal, ne? Das sind ja Chips nicht aus Kartoffeln oder Mais, sondern aus Reismehl. Reismehl. Und das finde ich sehr, sehr interessant, aber die Teile sind sauteuer. Und deswegen habe ich sie mir nie gekauft. Wir probieren. Fangen wir an mit der Peking-Ente. Hier steht auch wieder was drauf. Keine Angst, das ist keiner von Donald Duck's Spezies drin. Es soll nur nach ihm schmecken. Donald! Okay, es wird Zeit, dass wir Donald essen. So. Sehen ehrlich gesagt aus wie stinknormale Pringles. Also, und riechen nach gar nichts. Wir probieren. Oh! Da kommt sofort Entengeschmack. Ja. Ja. Also, sie unterscheiden sich jetzt ehrlich gesagt nicht groß von, also vom bisher und so, von normalen Chips. Ehrlich gesagt gar nicht. Aber vom Geschmack her, auf jeden Fall. Geschmacklich, man merkt, dass es keine Kartoffelchips sind. Das schmeckt man. Sie sind okay. Upsi, hier ist meine Kamera kurz ausgegangen, ich hasse es sehr. Also sie sind okay. Sie sind wirklich okay. Ich habe mehr erwartet, muss ich sagen, aber sind trotzdem okay. Schmecken gut. Kommen aber bei weitem nicht hier an diese American Fries ran, denn die sind über. Ich will mal gerade nochmal... So ein Tortilla-Chip. Ja. Das haben wir nämlich gedacht. Ja. Das haben wir gedacht. Da die ganze Schärfe mittlerweile komplett bei mir verflogen ist, wollte ich jetzt nicht mal wieder probieren, so ein Tortilla-Chip. Einfach um zu sehen, ob dieser Maisgeschmack krass entgegenkommt. Und ja, er kommt stark entgegen. Sehr stark sogar. Daran merkt man aber, dass diese Schärfe von diesen Chips, von dem Popcorn, von Tortillas da, die ist zu dominant. Die ist zu dominant, also. Nee, nicht meins. Die haben eine gute Schärfe, die haben eine richtige Bollerschärfe. Aber die haben so eine Schärfe, dass der Geschmack schon wieder in Vergessenheit gerät. Die nächsten Pringles. Klapp mich auf, du Stück. Oh, ich schlag dich sogar. Oh, geil. Ja. Ich liebe Curry. Du auch. Du bist quasi der Vorkoster. Sind die lecker? Nein, die sind scheiße. Ich hab sie noch gar nicht probiert. Malaysian Red Curry. Wir probieren. Machen wir auf. So. Als der großer Curry Pringles
Pionier sozusagen. Sieht auch wieder normal aus. Riechen aber nach Curry. Oh. Oh. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wer jetzt meint, dass die stark nach Curry oder so schmeckt nach dem Gewürz, der irrt sich. Die schmecken eher nach diesem Gericht Curry. Viel, also du hast eine starke Currynote, du hast aber auch leichte Kokosnuss, die Inder kochen auch gerne mit Kokosnuss. Du hast eine leichte Kokosnuss? Schmeckt so ähnlich. Ich gehe sehr gerne essen, weiß man ja. Und wir haben so eine Tradition. Wenn ich meine Mutter besuche, meine Mutter und ich gehen grundsätzlich immer essen. Wir gehen immer zum Inder. Der kennt uns mittlerweile auch persönlich, weil ich glaube, wir alleine finanzieren dem seinen Laden schon. Und meine Mutter hat da immer eins, das nennt ihr Lieblingsessen, da nennt sich Chicken Sabji. Das ist Hühnchen mit einer Kokosnuss-Curry-Sahnesoße. Ungefähr so schmeckt das, nur nicht so süß. Ich muss dazu sagen, Caio, du wolltest wissen, ob die schmecken. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut, also wenn du davon noch mehr hast, dann schick sie mir. Ich schmeiße für dich weg, die sind nicht gut. Probier sie gar nicht, mach nicht auf. Mach sie nicht auf, die sind nicht gut. Die sind wirklich nicht gut. Wenn du noch mehr davon hast oder so, dann schick sie mir gerne. Also ich entsorg sie dann für dich. Ja, und da ist meine Kamera schon wieder ausgegangen. Ich hasse dieses Teil. Ich glaube, ich filme jetzt nur noch mit einem Handy oder so. Denn das macht tatsächlich bessere Qualität auch als die Schrottkamera da von Sony. Das ist ja der Wahnsinn. Ich würde auf jeden Fall sagen, Kai, diese Chips, um da zu einem abschließenden Fazit zu kommen, die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Wenn du mehrere davon hast, dann schick sie mir gerne. Ich erbarme mich. Wenn du welche im Laden findest, kauf sie, damit andere Leute verschont bleiben. Und schick sie mir gleich. Schick sie mir. Ich kümmere mich um die Chips, sage ich jetzt mal. Denn vertrau mir einfach. Vertrau mir. Die sind nicht gut. Leck mich am Arsch, sind die geil. Heiliges Bäckle. Also jetzt mal unter uns zwei Pastorentöchtern. Ich will ja grundsätzlich keine Werbung machen. Aber diese Rice Fusion Malaysian Red Curry sind eine der besten Chips, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Die sind großartig. Die haben einen schönen Curry-Flair. Schön orientalisch. Ich bin kein Kokosnuss-Fan, aber die haben eine leichte Kokosnussnote und die passt. Ich weiß gar nicht, was ich zu denen sagen soll. Die sind fantastisch. Die sind absolut großartig. Also ich mag sie sehr. Geile Chips. Richtig geile Chips. So. Die letzten, die wir haben, die Rice Fusion Japanese Barbecue Teriyaki. Sollen wir wieder umklappen, hier ein kleines Zettelchen. Haben wir wieder einen kleinen Liebesbrief von Kai bekommen. Ich bin echt gespannt, ob die schmecken.
Es gibt nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden, Kain. Es gibt nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Wir versuchen nämlich, sie aufzubekommen. Sehen wieder aus wie die anderen. Riecht ein bisschen nach Barbecue. Oh ja. Mhm. Oh ja, da kommt Barbecue-Flair. Rauch. Mhm. Teriyaki. Naja. Bisschen. Naja. Also. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auch die überzeugen mich volle Kanne. Die sind geil. Die sind richtig geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wow. Um deine Frage zu beantworten, ob die schmecken, die sind geil. Die sind richtig geil. Also, die zwei hier. Dieses Curry Malaysian Gedöns-Teil da und auch dieses japanische Barbecue, ich steche mich selbst ab, Teriyaki-Teil. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Diese Peking-Ente ist okay. Trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack, da habe ich mehr erwartet, aber sind okay. Aber die zwei hier, das ist lächerlich. Das ist lächerlich, wie gut die sind. Also die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Mag ich sehr, sehr gerne. Und auch die hier, richtig geil. Aber diese beiden Pringles sind besser als diese American Fries. Und die sind schon geil. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist eine andere Box, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Ich habe etwas... Naja, was soll ich sagen? Fast schon... Antimenschliches erwartet. Weißt du, dass sie mir irgendwie so Glibberzeug aus Japan oder irgendwie sowas schickt? Keine Ahnung. Aber das war human. Nicht nur human, das waren richtig geile Sachen. Ich meine... Wenn ihr scharfe Chips wollt... Ohne Scheiß jetzt... Wollt ihr scharfe Chips? Dann holt euch die hier vom Pepper King. Denn die haben Bums. Die haben richtig, richtig, richtig Bums. Aber ordentlich. Wenn ihr geile Chips haben wollt, die richtig aromatisch sind und richtig, richtig lecker sind, holt euch die beiden hier. Richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, wenn ihr Bock auf diese Mais-Sticks habt, diese American Fries hier, Barbecue Curry, die sind richtig geil. Naja, aber was soll ich jetzt noch dazu sagen? Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich weiß, wie diese Tic-Tac schmecken. Die sind nämlich auch lecker. Was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank, Caio. Ja, ich... vielen, vielen Dank, Caio. Ich habe mich sehr über das Paket gefreut. Es war... Eine nette Idee von dir, hat mir sehr, sehr gefallen. Es waren schöne, nette Sachen drin. Ich habe übrigens, wo habe ich es denn hin? Da, während meine Kamera sich mal wieder abgeschaltet hat, habe ich hier das Fisherman weiter gelutscht und... Komm schon, die sind wirklich geil. Diese Spearmint, die sind wirklich, wirklich geil. Aber wie gesagt, das ist bei mir immer so tagesabhängig, ob ich gerade Bock auf Pfefferminz habe oder nicht. Ich habe gerade Bock auf Pfefferminz und deswegen sind sie wirklich geil. Viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht mehr sagen. Außer nochmal vielen herzlichen Dank, Caio. Ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut. War eine sehr schöne Idee von dir und
Wie gesagt, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben und euch ebenfalls bei meinem Kaju-Line für die ganzen Sachen hier bedanken. Und dass wir dank ihr diesen wundervollen Fresstest hatten. Also gut, meine Freunde, das war dann mal mein nächster Fresstest für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe es übrigens nicht vergessen, meine Freunde. Das hier ist in meinem Flur hier. Wir sind jetzt hier in meinem Flur. Meine wundervolle Brasilien-Flagge. Die einzig wahre Flagge in diesem gesamten Universum. Wir sind jetzt hier in meinem Flur. Kann ich euch mal zeigen. Hier habe ich meine wunderbaren, meine Puzzle und meine ganzen Postkarten, die ich alle mal geschenkt bekommen habe. Und meine Garderobe und bla und meine Lampe, die man gar nicht sieht, weil es nur Licht ist und ja. Genau. Ich habe jetzt hier mal mein kleines Regal und hier oben sieht man sie. Die ganzen Tic-Tac, die ich geschenkt bekommen habe. Ich habe übrigens auch noch mehr geschenkt bekommen. Ich hatte hier zum Beispiel solche Kaubonbons, solche Kaugummis da. Sag ich jetzt mal, von den Simpsons habe ich noch mehr. Ich habe da hier noch mal zu Weihnachten bekommen. Hier die Simpsons aus dem Ü-Ei. Hat mir eine Freundin tatsächlich sämtliche Ü-Eier-Figuren mal gekauft. Die waren tatsächlich mal im Ü-Ei und die hat mir da sämtliche mal irgendwie aufgetrieben. Und mir alle geschenkt. Sehr, sehr geile Idee. Natürlich hier noch die Turtles. Ich habe lauter tolle Sachen. Auch hier meine Feder mit meinem Namen drauf. Von Kaju. Wollen wir natürlich gar nicht drüber reden. Hier auch von Kaju. Von Kajus Bruder. Kaju Bruder. Und du bist auch von Kajus Bruder. Und es sind richtig tolle Sachen hier, sage ich jetzt einmal. Und ich liebe dich, Mina. Den habe ich von Mina bekommen, den Spyro. Aber wir sind jetzt immer noch dabei. Jedenfalls, das ist das, was ich damals eben geschenkt bekommen habe. Und ja. Vielen, vielen Dank, Kaju, nochmal. Vielen, vielen Dank für das tolle Paket. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich versuche mal in die Kamera so im Schatten zu winkeln. Tschüss!